gestatten Sie mir deshalb, dass ich Ihnen vor einer offiziellen Begrüßung mit einer kurzen Miniatur unsere Preisträgerin Nathalie Amiri vorstelle. Nathalie Amiri realisierte als 19-Jährige während ihres Praktikums bei einer iranischen Zeitung, was es bedeutet, wenn zentrale Werte unseres demokratischen Staates nicht mehr selbstverständlich sind. Ich bin privilegiert, heute hier dabei sein zu dürfen und einige Worte zu dieser Festveranstaltung zu Ehren von Nathalie Amiri beitragen zu können. Manche von Ihnen werden sich gefragt haben, was hat denn jetzt dieser Ischinger mit dem Protest der iranischen Frauen und mit Nathalie Amiri und ihrem Werk zu tun. In einem ähnlichen Ambiente nacheinander Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron etc. pp. Auf den Bildschirm zu werfen und das alles in einem Zeitraum. Folgendes passiert, ich habe also etwa 1000 Menschen zu betreuen gehabt in meinem Zug, der fuhr die ganze Nacht von Prag ganz langsam durch die damalige DDR. Meine DDR-Flüchtlinge mussten dann bei einem Halt in der DDR ihre Ausweispapiere abgeben. Es war eine schaurige Atmosphäre, alle froren, hatten Angst, dass vielleicht doch die Stasi noch welche rausholen könnte aus dem Zug. Ich bin dann immer durch meinen Zug gelaufen und dachte, euch passiert nichts, ich habe ja einen Diplomatenpass. Ich wusste, dass der gar nicht sitzen würde, aber es hat irgendwie beruhigend. Und dann passierte Folgendes, meine Damen und Herren, und das ist mein einziges Erlebnis mit dem Schrei nach Freiheit. Als wir schließlich nach dieser ganz langen, eiskalten Nacht im Bahnhof von Hof in Bayern einfuhren, der Zug so langsam zum Halten kam und die Flüchtlinge merkten, jetzt sind wir draußen aus der DDR, da brach in diesem Zug etwa 1000 Menschen ein brüllendes Schreien los. Die brüllten alle, alte Herren, junge Frauen, kleine Kinder, ganze Familie, Freiheit! Freiheit! Und der dann feststellte, dass er am Laufen. Das in der Welt des Journalismus oft übersehen wird. Aber wir Journalisten, wir machen es uns zur Verantwortung, die Wahrheit zu suchen, sie ans Licht zu bringen und für diejenigen eine Stimme zu sein, die keine Stimme haben. Mut ist das Fundament, auf dem unsere Arbeit aufgebaut ist. Doch wissen Sie, was meine größte Sorge ist? Dass es den meisten Menschen hier egal sein könnte, was ich erzähle. Über den erbitterten Frauenkampf im Iran für ihre Freiheit. Über die Verzweiflung der Afghaninnen, dass wir sie alleine gelassen haben. Das Glas der Vernunft steht auch für Transparenz und Aufklärung, für die Werte, die unsere Gesellschaft stärken.